Interessant, dass was den Tabellen, die Niederösterreicher sind 1:0 in Führung gegangen, aber dann Tore von Stöger, Hasenhüttl und hier Schmidt haben doch einen klaren 3:1-Sieg der Austria bedeutet. Ein Offside-Tor der Niederösterreicher wurde nicht anerkannt, also mit Mühe weiter. Doch unser Ziel erreicht, wir sind in der nächsten Runde und was noch viel wichtiger ist, wir haben keinen Spieler durch Verletzung verloren, denn unsere Personalsituation ist im Moment kurz vor dem Europacup ziemlich prekär.